Das Thema Geldanlage ist in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. Keine Frage, dass vor diesem Hintergrund auch die kompetente Beratung von Anlegern an Bedeutung gewonnen hat. Das bringt eine Menge Herausforderungen mit sich, auch für einen Certified Financial Planner wie Christopher Kramer. Er ist Geschäftsführer der Wertemanagement Family Office GmbH und Co. KG. Herzlich willkommen hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Ja, wir haben Negativzinsen nun schon seit Jahren. Wir haben zum Teil sehr volatile Börsen und dann immer wieder auch regulatorische Vorgaben, die Jahr für Jahr schlimmer werden, wie viele sagen. Hand aufs Herz, macht Ihnen Ihr Job eigentlich noch Spaß? Ja, klar. Ja. Also gerade das macht es ja auch spannend. Und gerade in solchen Zeiten suchen auch die Menschen, die Mandanten Rat von neutraler Stelle und von kompetenter Stelle. Was macht eigentlich ein Certified Financial Planner genau und was sind aus Ihrer Sicht aktuell die größten Herausforderungen? Also ich möchte es mal an einem Beispiel erklären. Ja, die Mandanten kommen zu uns mit diversen Fragen. Die möchten wissen, wo sie stehen, welche Produkte sie im Laufe der Jahre abgeschlossen haben, was sie besser machen können. Und nach einem intensiven Kennenlerngespräch, wo man die Erwartungen abgleicht und schaut, ob man zusammenpasst, kommen dann die Menschen mit all ihren Finanzordnern, die sich in den letzten Jahren angehäuft haben. Das sind Finanzanlagen, Versicherungsordner, Steuererklärungen, Gesellschaftsverträge und. Packen die in einen Wäschekorb und übergeben uns einen Wäschekorb. Also bei mir im Büro stapeln sich diese momentan. Ja, und wir setzen uns dann hin und analysieren jeden einzelnen dieser Ordner, jeden Vertrag, alle Einnahmen, Ausgaben, Finanzierungen, Versicherungsverträge, geben das in unsere hochwertige Software ein und ermitteln dem Kunden dadurch einen Status quo. Das heißt, er sieht, wie hoch ist sein Vermögen, wie hoch sind seine Verbindlichkeiten, wie bei einer Unternehmerbilanz, ja, machen wir das für die Privatperson und gleichzeitig eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung. So hat er einen Status quo, sieht, wo er steht. Davon ausgehend geben wir ihm einen Blick in die Zukunft und zeigen ihm, wie entwickelt sich das Ganze eigentlich in den nächsten Jahren und passt es zu seiner Vorstellung von der Zukunft und zu seinen Wünschen und Zielen. Und dabei ist ganz wichtig, dass wir auch diverse Szenarien simulieren. Das heißt, wie ist die Familie im Berufsunfähigkeitsfall, im Todesfall abgesichert? Was passiert beim Kapitalmarktcrash? Kann er auch dann noch seine Wünsche und Ziele erreichen? Ja, und wenn wir diese Planung erstellt haben, dann gucken wir, an welchen Schräubchen können wir drehen, wo können wir was besser machen und wo können wir dem Kunden helfen, seine Ziele schneller, sicherer und kostengünstiger zu erreichen. Dann wechseln wir nochmal die Perspektive, versetzen uns in die Lage des Privatanlegers. Woran erkennt der einen guten und kompetenten Berater? Ja, ein guter Berater, der sollte auf der Seite des Tisches vom Kunden sitzen. Also er sollte die Interessen des Kunden auch vertreten. Er sollte fachlich, ich habe es vorhin schon gesagt, auf maximalem Niveau sein und sollte verpflichtet sein, sich ständig weiterzubilden, wie beispielsweise ein Arzt. Er sollte die Interessen des Mandanten berücksichtigen und das geht meines Erachtens nur dann, wenn er auch auf Honorarbasis berät und nicht am Ende nur wieder das nächste Finanzprodukt verkaufen möchte. Es gibt aktuell ein Thema, das Sie ganz besonders beschäftigt, Herr Kramer, und zwar die sogenannte Honorarvermittlung. Warum sehen Sie dadurch Ihren Ruf als Honorarberater gefährdet? Ja, genau, weil dieses Thema Vermittlung nie zur Sprache kommt. Ja. Ich beobachte das momentan häufig, dass irgendwelche Analysen, Finanzpläne, ich würde es mal in Anführungszeichen setzen, dazu verwendet werden, um dem Kunden glaubhaft zu machen, dass er jetzt neutral beraten wird. Am Ende steht meistens das Ziel, ein neues Produkt zu verkaufen. Und der Honorarvermittler, der verdient eben nur an der Vermittlung eines Produktes. Und das soll er bitte auch klar herausstellen, während ein Berater an der Beratung interessiert ist. Und das bedeutet, dass man auch mal von etwas abraten kann und nicht immer zu neuen Produkten hin. Das ist jetzt noch sehr theoretisch und ich als Journalist mag es immer gerne ein bisschen praktischer, Herr Kramer. Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns? Ja, ich mache Ihnen ein Beispiel. Es kommen zahlreiche Mandanten zu uns, der klassische Unternehmer, Freiberufler mit 50, 55 Jahren, der mit 30 am Beginn seiner Existenzgründung
diverse Versicherungen abgeschlossen hat, die damals dynamisiert wurden. Das heißt, die Beiträge steigern sich von Jahr zu Jahr. Der Schutz selbstverständlich auch. Aber jetzt ist der Unternehmer 55, die Kinder sind aus dem Haus, die Finanzierung zurückbezahlt, das Vermögen aufgebaut und dennoch steigern sich die Beiträge weiter und weiter und weiter und somit auch der Schutz, obwohl er nun eigentlich gar nicht mehr vonnöten ist. Im Gegenteil, es ist ein geringerer Schutz, eine geringere Absicherung vonnöten. Und da würde ich als Finanzplaner auch mal sagen, jetzt stopp mal einen Beitrag, jetzt kündig mal eine Versicherung oder setz diese Beiträge sinnvoller ein und tilg zum Beispiel ein Darlehen. Das ist so ein klassisches Beispiel aus der Praxis. Wenn ich natürlich nur dann verdiene, wenn ich einen Produktabschluss forciere, dann kann ich möglicherweise einen solchen Rat nicht geben. Abschließend, am Ende unseres Gesprächs, Herr Kramer, für wen ist ein Certified Financial Planner sinnvoll? Ja, für Menschen, die sich nachfolgende Fragen stellen. Zum Beispiel, wann bin ich schuldenfrei? Wie hoch ist mein Vermögen eigentlich? Was brauche ich denn davon alles? Ist meine Familie abgesichert? Und eine ganz wichtige Frage, was habe ich denn im Ruhestand für Einkünfte nach Steuern, nach Kosten? Und kann ich mir dann meinen Lebensstandard auch noch leisten? Ja, und all diese Fragen sollte jemand beantworten, der die Interessen ehrlich vertritt. Und das geht meines Erachtens nur mit einem umfassenden Finanzplan, der auf alle Fragen eine neutrale Antwort formuliert, ohne dass am Ende wieder die nächste Versicherung, die nächste Fondspolice oder die nächste Immobilie verkauft wird. Dann haben wir eine Menge gelernt zu diesem Thema Certified Financial Planning von und mit Christopher Kramer hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Herzlichen Dank für den Besuch hier. Vielen Dank.